Liebe Freunde, heute sind wir unterwegs bei einer Tour, die was ich meistens, die gehe eigentlich alle Jahr, so Ende Juni, Anfang Juli, immer auf meiner Liste. Es geht auf den Malästiger Mittagskogel. Es hat die ganze Nacht geregnet, es ist jetzt relativ nass, der Boden und alles. Aber die Wolken lösen sich gerade auf, beziehungsweise der Nebel. Und es scheint so, als ob ein richtig sonniger Tag anstehen wird. Am Nachmittag wird es dann wieder ein bisschen schiercher. Dann hat es wieder Gewitter angesagt und Regen. Aber ja, trotzdem das Wetter nutzen für eine schnelle, schöne Bergtour auf dem Malästiger. Also, heute am Start meine neuen Anschuhe. Leider heute schon ein bisschen gatschig. Aber kann man nichts machen. Ich wollte es eigentlich nicht anziehen zum Wandern, obwohl ich es fürs Wandern gekauft habe, weil mir die einfach geschaut waren, weil sie einfach so geil sind. Gut, bin ich jetzt hergegangen und habe mir die gleichen Schuhe einfach nur einmal gekauft, aber in weiß, weil dann passen sie überall dazu. Die ziehe ich da nicht zum Wandern aus, sondern für schön quasi. Habe es aber nicht mehr um einen Aktionspreis gekriegt, habe jetzt müssen die vollen 190 Euro zahlen. Ja, was soll man machen? Die Schuhe sind es auf jeden Fall wert. So, und jetzt genug gelabert, auf hier auf den Berg. Da herum gibt es ja auch für Radlfahrer was. Und da gibt es ja schon bereits so Radlstrecken, den Berg runter. Und jetzt da wird da gerade alles umgebaut, im Wald entstehen neue Strecken und Wege, richtig nice, kann ich wirklich nur empfehlen. Das, was man jetzt schon sieht, absolut top. Also das ist wirklich ein Traumgebiet. Für Radlfahrer was, für Wanderer was, für alle was. Wenn man da Radl fährt zum Beispiel, kann man gehen zur Baumgartnerhöhe was essen, super Lokal, super Restaurant. Und dann dahinter im Fackersee dann baden gehen, wenn das Wetter passt. So, mir steht bereits jetzt der erste Outfit-Wechsel bevor, weil es hat die Sonne aber und es ist so richtig warm. Aber es ist einfach herrlich. Ich werde jetzt so im Wald herunten eher weniger filmen, sondern eher weiter oben wieder, weil es gibt bereits aussagekräftige Videos von dem Berg, zwei, wenn nicht sogar drei. Und eins davon handelt sich um den Klettersteig, den kleinen, was da unten ist, in der Rauschitzer Klamm. Und der ist auch absolut empfehlenswert, gerade wenn ihr Kinder habt und die mit Klettersteig beginnen wollen, könnt ihr ihn absolut empfehlen. Das ist ein Top-Klettersteig für absolute Anfänger. Wirklich sehenswert. Also, wir sehen uns dann weiter oben wieder. Endlich gibt's natürliche frische Erfrischung. Das ist immer gut wert am Berg. Ah. Eiskalt. Herrlich. Das ist so eine geniale Erfrischung und es tut richtig gut. Also an sowas kann man nicht vorbeigehen. Ich bin jetzt beim ersten richtig wunderschönen Aussichtspunkt da herum. Da sieht man über ganz viel Lach Dobratsch und die Berg rundherum. Das ist ein richtig cooler Fotopoint. Schaut euch das an.
Bergfreunde, ich hoffe, ihr habt euren Reisepass parat, denn wer nicht parat hat, der muss das Video jetzt wegklicken. Weil wir sind jetzt auf der österreichisch-slowenischen Grenze und das da hinten, was ihr gerade gesehen habt, ist einer der Grenzsteine. Denn ab jetzt sind wir Grenzgänger quasi, weil da geht jetzt der Weg weiter, malästiger Mittagskogel, schwarze Route. Das heißt, jetzt wird es ein bisschen spannender und aufregender. Also, haben wir uns auf.